Tierbestattungen. Der Abschied vom geliebten Haustier kann oft genauso intensiv sein wie von einem Menschen. Pierre Keim aus Göppingen versteht das. In seinem Job begegnet er vielen Emotionen. Trauer, Empörung, Wut. Wir versuchen, die Kunden so gut es geht aufzufangen, sie zu begleiten, sie zu führen, ihnen ein bisschen eine Stütze zu sein. Hier wird auch mal gelacht und das ist schön. Als Tierbestatter hilft Pierre Keim Menschen dabei, ihrem verstorbenen Haustier einen würdevollen Abschied zu bieten. Er kümmert sich ums Bürokratische, holt bei Bedarf die Tierkörper ab, bringt sie zur Einäscherung ins Krematorium und leistet den Angehörigen Beistand. Dabei werden auch die spirituellen Bedürfnisse jedes Kunden respektiert. Wir haben ganz oft Menschen, die dann zum Beispiel einen Rosenkranz mit beilegen, ein kleines Holzkreuz mit beilegen oder die dann kleine Engelchen mit beigeben. Aber den rein kirchlichen Bezug, den liefern wir jetzt nicht, den bringen die Kunden, wenn dann selber. Spirituell oder nicht, jeder Abschied ist individuell, ebenso wie häufig auch die Kosten einer Bestattung. Ein Rundumpaket mit Einzeleinäscherung liegt in der Regel aber zwischen 300 und 500 Euro. Zum Vergleich, eine menschliche Bestattung ist ungefähr 10-mal so teuer. Die Urne dürfen die Angehörigen mit nach Hause nehmen und selbst entscheiden, was sie mit der Asche des Tieres tun. Viele verstreuen die kremierte Asche auch am Lieblingsplatz, am Lieblingssee, am Lieblingsstrand. Weil früher war die Alternative nur die Entsorgung, die Tierkörperbeseitigung oder das eigene Vergraben im Garten. Und das ist für viele keine Lösung mehr. Eine Tierbestattung empfindet er selbst als wertschätzende Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Schließlich sei Trauer und Liebe nicht nur bei Menschen legitim und das habe auch nichts mit Verniedlichung zu tun. Wir sehen so Kritiker halt nicht, dass so Tiere auch für die Allgemeinheit viel tun. Die Kritiker sind selten irgendwo in einem Erdbebengebiet unterwegs und suchen Verschüttete, sondern das sind ganz oft Rettungshunde zum Beispiel. Dass ich da für mich dann einen schönen Abschluss möchte in Form von einer Einäscherung oder von einer Beisetzung, das hat nichts mit Vermenschlichen zu tun, sondern eher tatsächlich die Würdigung dieser Zeit, die man miteinander verbracht hat.